technische Fragen, die auch notwendig sind. Schwestern und Brüder aus, wo immer sie auch herkommen, aus Korea, aus Berlin, aus Halle, Leipzig, Düsseldorf, Hamburg, München. Frohe Ostern wünsche ich Ihnen allen. Und eigentlich wäre das ganz richtig, wäre diese Störung eventuell gar nicht so schlecht gewesen, einen Osterwitz zu erzählen, weil das gehört ja zum Osterlachen dazu, oder? Oder kennen Sie einen koreanischen Witz? Herr Schuh, Sie müssten doch eigentlich einen koreanischen Witz erzählen können. Erzählen Sie erstmal einen koreanischen, dann erzähle ich einen deutschen. Kommen Sie mal mit nach vorne. Das ist eine Anforderung, die bewältigen wir jetzt gemeinsam. Sie erzählen einen koreanischen Witz, den müssen wir ja nicht alle verstehen. Hauptsache, die koreanischen Schwestern und Brüder lachen. Ach. Und ich erzähle darauf einen deutschen. Das ist ein Witz eigentlich, dass ich etwas einen Witz erzählen muss. 갑작스럽게 나오라니까 당황이 돼가지고 무슨 재밌는 얘기를 해달라고 하시는데 한국 재밌는 얘기 없어요? 요즘 뭐. 그 오늘 아침에 일어나서 어떻게 하셨어요? 이빨 닦고? 세수하고? 다시 sein Witz. Das war ein Witz, ja. Sie haben nicht verstanden. Ich habe sie gar nicht schon. Wird sie immer noch mal auf Deutsch sagen? Nein, das ist klar. Ja. 예, 목사님께서 아마 재밌는 이야기를 지금 해주실 거예요. Also ein koreanischer Witz, den wir nicht verstanden, aber Sie haben es verstanden. Sie haben es verstanden und Sie erzählen das nachher beim Mittagessen. Erzählen muss das jemand für uns alle übersetzen. Wir sitzen ja nachher zusammen und essen zusammen Mittag. Ja, so koreanisches Essen mit koreanischem Witz. Passt ganz gut zusammen, scharf und witzig. Meinen Witz erzähle ich später, zum Schluss. Ja, haben Sie schon gesagt? Ostern. Das mit dem Osterlachen hat ja auch seinen guten Sinn. Das mit dem Osterlachen hat seinen guten Sinn, weil wir mit unserem Lachen ja ein Stück weit auch unsere Angst belachen. Denn das, was unser Leben schwer macht, was uns unser Leben manchmal so schwer macht, dass wir uns niedergedrückt fühlen und Lasten auf den Schultern, in der Seele und auf dem Herzen spüren, ist ja unsere Angst. Unsere vielen Ängste, die wir haben. Und bei allen Begründungen für die Ängste bedeuten sie doch, dass sie uns das Leben schwer machen. Vor allem die Angst vor dem Sterben. Die Angst, die uns ergreift, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was wird aus meinem Ich? Was wird aus mir? Da war einmal ein guter Mensch. Und dieser Mensch, der fand in seinem Garten einen Strauch. Und an diesem Strauch, da waren hunderte von Raupen. Und diese Raupen, mit denen hatte er Mitleid. Sie sahen irgendwie hässlich aus. Und sie plagten sich Stunde für Stunde, um mühsam die Stängel an dem Baum emporzuklettern, um etwas zu fressen zu suchen. Arme Raupen, dachte sich der gute Mensch. Sie sehen die Sonne nicht, sie haben keinen Sinn für das Schöne. Sie haben keine Ahnung vom Regenbogen in den Wolken. Sie hören die Lieder der Nachtigall gar nicht. Da dachte unser guter Mensch, wenn diese Raupen nur wüssten, was einmal aus ihnen werden würde. Was aus ihnen werden würde, wenn sie sich eingepuppt haben und sie dann, wenn sie ihre Puppe durchbrochen hätten, was sie für wunderbare Schmetterlinge sein würden. Sie würden ganz anders leben, wenn sie das wüssten. Sie würden viel fröhlicher leben und sich weniger Sorgen machen. Mit mehr Zuversicht würden sie leben können. Sie würden erkennen, dass das Leben eben nicht nur aus Fressen besteht.
und dass der Raupentod nicht das Letzte ist. Und so dachte sich der gute Mensch, ich werde es den Raupen einfach erzählen. Ich versuche es ihnen beizubringen. Aber die Raupen hörten nicht. Sie verstanden auch gar nichts. Das Zukünftige, das Schmetterlingshafte, das ließ sich eben nicht in die Raupensprache übersetzen. Da versuchte er es mit Gleichnissen. Er versuchte, andere Worte dafür zu finden. Er versuchte, es in Vergleichen zu sagen. Er sagte, dann als Schmetterlinge, dann, wenn ihr Schmetterlinge seid, da wird es so schön sein, wie auf ein Feld voller Sonnenblumen. So schön, dass ihr eure Flügel ausbreitet und ihr werdet nur noch Wärme auf eurer Haut spüren. Die Raupen nickten, aber ihr Raupenhorizont ließ nicht zu, dass sie es verstanden. Sie fraßen lieber und beschäftigten sich mit ihren dicken Bäuchen. Also sind wir übrigens auch nicht. Deshalb versuchte der gute Mensch, den Raupen etwas ganz Deutliches zu sagen. Er versuchte ihnen, es zu sagen, wie es sein würde. Er sagte, dass der Puppensarg nicht das Letzte sein werde, dass sie sich verwandeln würden, dass ihnen über Nacht Flügel wuchsen, dass sie leuchten würden, diese Flügel wie Regenbögen, dass es einfach wunderbar wäre. Die Rauben aber sagten, ey, jetzt hat er völlig eine Macke, jetzt spinnt er total. Hau ab, lass uns in Ruhe, sagten sie, du hältst uns nur vom Fressen ab und wir kriegen nicht genug wegen dir. Ihr Lieben, wir hören in der Geschichte, dass Rauben dumm sind. Rauben kapieren einfach nichts. Rauben können die Botschaft der Auferstehung als Schmetterlinge eben nicht kapieren, nicht verstehen. Eigentlich hätte das unser guter Mensch von vornherein wissen müssen. Den Rauben etwas von der zukünftigen Welt erzählen zu wollen, das war von Anfang an eine vergebliche Lebensmühe. Rauben sind eben so. Rauben denken nur ans Fressen. Zum Glück hoffe ich, dass es bei uns anders ist. Ich hoffe, wir sind schlauer als die Raupen. Es gibt auch bei uns in unserer Sprache kein Wort, um wirklich den Himmel zu beschreiben. Auch Jesus musste zu uns in Gleichnissen reden. Er musste Gleichnisse benutzen, um uns vor Augen zu führen, welches ungeahnte Land da vor uns liegt. Was das für uns bedeutet, dass er auferstanden ist. Was das für uns bedeutet, dass das Himmelreich Gottes schon jetzt mitten hier im Leben erfahrbar, erlebbar, spürbar ist. Verstehen können wir das nicht, nicht wirklich. Ganz erfassen können wir das nicht. Dazu leben wir alle viel zu weltlich. Und trotzdem feiern wir Ostern. Im Gegensatz zu jenen dummen Rauben feiern wir, auch wenn wir den Glauben nicht ganz verstehen können. Auch wenn wir für den Glauben an die Auferstehung eben auch nur Bilder haben und nur glauben können. Ich bin davon überzeugt. Meine Lebenserfahrung, und jetzt kann ich wirklich nur von mir reden, meine Lebenserfahrung sagt mir, dass der Glauben das Leben verändern kann. Denn wenn ich diesem Jesus glaube, wer da wirklich glaubt, dass auch wir gleichsam über Nacht verwandelt werden, dass auch unser Leben mit seinem Tod nicht ans Ende kommt. Wer das wirklich glaubt, wer wirklich diese Angst verliert,
Wer sich nicht mehr nur mit dem Fressen beschäftigt, sondern wer Augen für das Schöne, für das Himmelreich unter uns hat, der wird anders leben. Ohne Angst, offenherzig, mitfühlend, liebevoller. Wie komme ich zu einem solchen Osterglaube? Wie erfährt man die Kraft der Auferstehung? Ich kann euch nur davon erzählen. Ich kann euch nur von meinem Glauben erzählen. Ich behaupte jetzt mal, die Botschaft von Ostern kann nicht aufgrund des Verstandes geglaubt werden. Du kannst den Glauben nicht lernen. Davon bin ich überzeugt. Du kannst 1000 gute Bücher lesen, kannst Theologie studieren bis ans Ende. Du kannst in einer christlichen Familie aufgewachsen sein. Du kannst christlich sozialisiert sein, in einem solchen Land leben, in dem das Christentum zur Kultur gehört. Aber daraus lernst du den Glauben nicht. Osterglaube entsteht, davon bin ich überzeugt, entsteht, wenn du ihn erfährst, wenn du Glauben erfährst in deinem Leben, indem dir der Auferstandene, dieser Jesus aus Nazareth, Jesus der Christus, wenn er dir in deinem Alltag begegnet, vor allem dann, wenn du nicht damit rechnest. Prüft euch mal selbst. Könnt ihr sagen, dass ihr den Auferstandenen begegnet seid? Könnt ihr das sagen in eurem Leben? Könnt ihr sagen, dass ihr Jesus, den Auferstandenen, glaubt? Dass das zum Kern eures Glaubens gehört? Oder könnt ihr sagen, wo und wie euch der Auferstandene begegnet ist? Welche Gotteserfahrung, welche Glaubenserfahrung haben euch gestärkt? Wie hat euch der Glauben gefestigt in dem, was ihr seid? Inwiefern könnt ihr sagen, dass Gott euch begegnet ist? Inwiefern könnt ihr sagen, dass ihr Gott in eurem Leben erfahren habt? Eigentlich müsste ich jetzt zu predigen aufhören, denn das waren alles keine rhetorischen Fragen. Das waren Fragen, mit denen wir ins Gespräch kommen müssten, über die wir reden müssten. Nicht nur hier am Sonntag, am Ostersonntag oder in den Gottesdiensten überhaupt. Inwieweit können wir sagen, dass der Glauben etwas in meinem Leben bedeutet, dass er mich verändert, dass er mich auf die Spur bringt, dass er mich reicher, beschenkter macht? Wir könnten jetzt alle diese Frage mit hineinnehmen in unser eigenes privates Denken. Ich finde es schöner, wenn wir darüber reden würden, wenn wir uns über unseren Glauben unterhalten könnten. In Deutschland ist das ja kaum möglich. Wer redet denn schon noch über seinen Glauben und stellt sich damit vielleicht ins Abseits, macht sich lächerlich? Aber Glauben muss sich mitteilen. Glauben wird nur so verstehbar. Eigentlich müssten wir ins Gespräch miteinander kommen. Ich hoffe, das tun wir nachher auch, wenn wir uns im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, beim koreanischen Essen, scharf und lustig, wenn wir uns dann darüber unterhalten würden. Ich für meinen Teil, ich glaube, dass uns der Auferstandene vielleicht dann begegnet, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Ich könnte davon eine Menge erzählen, wie das in meinem Leben war, als ich nicht mehr weiter wusste, als ich am Ende war. Und ich kann euch erzählen, dass es nicht selten passiert.
Und rückblickend kann ich immer wieder sagen, dass es der Glaube war, der mir geholfen hat. Vielleicht begegnet uns Gott, wenn er uns im Gebet Gewissheit schenkt, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Wenn wir nicht mehr daran zweifeln, welchen Wert wir haben, wenn ich nicht mehr an meinen eigenen Wert zweifle oder an den Wert der anderen. Vielleicht will da jemand rein. Vielleicht, ja, vielleicht begegnet uns Gott, wenn wir in Not Hilfe brauchen, wenn wir Unweigerliches annehmen müssen, wenn wir Unweigerliches ertragen müssen. Vielleicht begegnet uns Gott im Frieden, in der Liebe, in der Gemeinschaft, jetzt in diesem Gottesdienst, nachher, wenn wir Abendmahl feiern. Denn davon bin ich überzeugt, dass dir Gott nicht alleine begegnet, sondern immer nur in der Gemeinschaft. Manchmal glaube ich, manchmal muss man ganz hartnäckig nach Gott fragen. Manchmal musst du hartnäckig nach Gott fragen und rufen und schreien, wo bist du, Gott? Wo bist du in meinem Leben, in dieser Welt? Warum geht so viel schief hier in diesem Leben, mit mir, in dieser Welt? Manchmal muss man wirklich schreien. Manchmal vermissen wir Gott. Aber ich bleibe dabei. Erst wenn man den Auferstandenen im Alltag, im eigenen Leben erfährt, dann kann man den Auferstandenen, dann kann man Gott wirklich glauben. Hat Gott mit meinem Alltag nichts zu tun, ist er nur gut dafür, dass ich mich Christ nenne, weil ich so aufgewachsen bin, dann glaube ich ihm nicht. Ich kann gar nicht mehr anders reden, gar nicht mehr anders predigen und über Gott kann ich schon gar nicht anders mehr reden, als über meine eigenen Glaubenserfahrungen. Was natürlich geht, ist, sich ethisch, moralisch, christlich zu verhalten. Aber das sagt über den Glauben nicht alles. Und ich möchte es doch noch mal einmal sagen. Diesen Osterglauben, diese Erlösung müssten wir Christen doch eigentlich, wenn wir daran glauben, diesen Osterglauben müssten wir doch eigentlich vermitteln können. Man müsste uns doch ansehen, dass wir an den Auferstandenen glauben. Nietzsche hat gesagt, ihr Christen müsstet doch ein bisschen erlöster aussehen. Schaut euch einfach mal um. Schaut eure Nachbarn an. Tut es wirklich, schaut euch einmal ins Gesicht. Schaut euch ins Gesicht und erkennt ihr, dass der andere ein wenig erlöster aussieht? Könnt ihr euch den Glauben im Gesicht ablesen? Schaut euch einfach mal an. Schaut euch in die Augen, Herr Kabe. Lassen Sie uns, es wäre doch wunderbar, wenn man das uns ansehen würde, oder? Wenn man uns ansehen würde, dass wir erlöster wären. Ich kann mich noch an Karfreitag erinnern, an Gründonnerstag. Da saß hier jemand aus dem Bibelkreis, der hat gesagt, wieso sehen die Christen nicht erlöster aus? Er wollte tanzen und springen und fand, dass wir alle so bierernst aussahen. Warum kann man uns unser Erlöstsein nicht ansehen? Ich wäre froh, wenn man das sehen könnte. Ich würde euch bitten, schaut euch einfach zu Hause mal in den Spiegel an. Schaut euch an, wie ihr ausseht, erlöster, fröhlicher, glaubender, ob man euch den österlichen Menschen ansieht, ob ihr Hoffnung ausstrahlt, ob Freiheit in euren Herzen ist.
Es wäre schön, wenn wir nicht so blöd wären wie die Rauben. Eigentlich ist doch jeder Tag etwas Besonderes. Eigentlich ist doch das Leben wirklich etwas Besonderes. Und wie mehr könnten wir es ausleben, wenn wir keine Angst hätten? Wenn uns der Auferstandene in unserem Leben begegnet? Und wenn wir mehr miteinander lachen könnten? Deshalb müssen Sie nachher den Witz erzählen. Da wir ja ganz viel über den Papst geredet haben, man kann ja gar nicht mehr dran vorbei, an der katholischen Kirche und an der Papstwahl. Jeden Tag hört man etwas davon. Und ich denke, der Papst, der ja Jesuit war, der Bischof wurde und Pfarrer war, Kardinal, der musste sicherlich auch die einen oder anderen Pfarrer zu Hause besuchen. Und dass man jemanden besucht als Vorgesetzter, das ist auch in der evangelischen Kirche noch ein wenig präsent. Eigentlich wird nur die Gemeinde besucht. Aber in der katholischen Kirche, wenn die Gemeinde besucht wird, dann wird auch der Pfarrer ganz persönlich besucht. Und bei einer solchen Visitation, da sagte der Bischof, nachdem er die Gemeinde gesehen hat, oh, ihr habt volle Gottesdienste, toll, ihr macht Gottesdienste mit der koreanischen Gemeinde, super, toll. Ihr feiert und ihr lacht und singt und esst miteinander, das finde ich alles prima. Aber nun möchte ich mal zu Ihnen nach Hause kommen und Sie müssten mir mal Ihre Wohnung zeigen. Und dann gehen Sie durch die Wohnung des Pfarrers und der Bischof sagt, zeigen Sie mir mal bitte Ihr Schlafzimmer. Das muss ich leider sehen, ja, so, wie sieht es denn aus mit Ihrer Enthaltsamkeit? Der Pfarrer zeigt sein Schlafzimmer, die Tür geht auf, ein großes Bett. Das ist ja schön, aber erklären Sie mir doch mal bitte, was dieses Brett in der Mitte soll. Ein großes Brett vom einen Ende zum anderen Ende trennt das Bett des Pfarrers. Er sagt, ja, das Brett ist notwendig, weil auf der linken Hälfte schlafe ich und auf der rechten Hälfte schläft meine Haushälterin. Der Bischof sagt, das finde ich prima, das ist wirklich toll. Ihre Wohnung ist ja auch nicht so groß, Sie haben nicht so viele Zimmer. Das wäre in Friedenau anders. Sie haben nicht so viele Zimmer, ein kleines Schlafzimmer. Aber jetzt mal unter uns Männern. Was machen Sie denn eigentlich, wenn Sie die Lust überkommt? Der Pfarrer legt seine Hand über den Bischof und sagt, ganz einfach, dann nehme ich das Brett weg. Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest. Gottes Segen und verlachen Sie den Tod, verlachen Sie die Angst. Schaut euch in den Spiegel, schaut den anderen an, geht auf den anderen zu, sonst brauchen wir kein Abendmahl zu feiern. Das wollen wir jetzt tun. Aber bevor wir das tun, freue ich mich darauf, dass wir in dieser Gemeinde so viele Schätze haben. So viele Schätze. Auch die koreanischen Gäste unter uns, die ein Teil unseres Gemeindelebens sind. Und ich möchte Sie jetzt, freue mich jetzt auf die Kantate, die wir jetzt gemeinsam hören. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne. In Jesus Christus. Amen.